Die Briefmarke. Eines der Dinge, die 2014 teurer werden. Zum Stichtag 1. Januar stieg das Porto für Standardbriefe um 2 Cent auf nun 60 Cent. Deutlich teurer werden auch Vergehen im Straßenverkehr. Mit ein Grund ist die neue Punktereform. Ab dem 1. Mai werden statt 18 Punkten in Flensburg nur noch bis zu 8 Punkte vergeben. Dann ist der Führerschein weg. Alois Batz, Leiter der Verkehrspolizei in Ingolstadt, hofft dadurch auf ein einfacheres und gerechteres System. Es werden jetzt überwiegend Verkehrsverstöße eingetragen, die einfach von der Verkehrssicherheit relevant sind. Zum Beispiel ein Rotlichtverstoß, eine Vorfahrtsverletzung, eine Trunkenheitsfahrt. Das sind ganz gravierende Verstöße, die auch punktemäßig erfasst werden. Früher wurden zum Beispiel, wenn Sie in eine Umweltzone reingefahren sind, auch diese oder dafür gab es Punkte und diese wurden in Verkehrsrandregister eingetragen. Das hat aber meines Erachtens mit der Verkehrssicherheit nichts oder ganz wenig zu tun und das sollte man auch draus lassen. Für Delikte, für die es keine Punkte mehr gibt, warten jedoch saftige Bußgelder. Es wird höhere Bußgelder geben, zum Beispiel im Bereich Handy. Ich gehe mal davon aus, derzeit ist ja noch 40 Euro Bußgeld, es werden wahrscheinlich 60 Euro werden. Nicht nur die Vorsicht sollte im Auto mitfahren, auch die Warnweste wird ab 1. Juli Pflicht in Deutschland. Pro Fahrzeug ist eine der Westen mitzuführen. Sie dient der Erkennbarkeit und damit der eigenen Sicherheit. Sicherheit bietet auch die neue elektronische Gesundheitskarte mit Lichtbild. Die Kassen wollen so den Missbrauch der Gesundheitskarten einschränken. Die Einführung sorgt allerdings für Verwirrung. Momentan haben alle alten Karten ihre Wirkung verloren, selbst wenn sie noch ein Gültigkeitsdatum auf diesen alten Gesundheitskarten ohne Bild draufstehen haben. Also alle Verbraucher, die noch keine elektronische Gesundheitskarte mit Bild haben, werden zwar in Zukunft bei einem dringenden Arztbesuch behandelt werden, müssen aber diese neue Gesundheitskarte schnellstmöglich nachreichen beim Arzt. Ansonsten könnte ihnen der Mediziner eine private Rechnung stellen. Ob Smartphone, Kleidung oder Bücher, wer gerne und viel im Internet bestellt, muss sich in diesem Jahr auf Änderungen beim Online-Shopping einstellen. Ab Mitte Juni gelten EU-weit einheitliche Regeln für das Widerrufsrecht. Ich habe ein 14-tägiges Widerrufsrecht, aber ich muss den Widerruf in Zukunft schriftlich erklären und kann nicht alleinig durch die Rücksendung der Ware vom Vertrag zurücktreten. Das ändert sich, das heißt, ich muss also immer einen Brief zu meiner Rücksendung der Ware dazulegen und den Widerruf gegenüber dem Verkäufer deutlich erklären. Auch der bargeldlose Zahlungsverkehr wird komplett reformiert. Single Euro Payments Area, kurz SEPA, heißt das neue einheitliche Euro-Zahlungssystem. Für Unternehmen tritt die Umstellung bereits ab Februar in Kraft. Private Bankkunden benötigen SEPA für Überweisungen erst 2016. Doch es ist sinnvoll, sich bereits jetzt damit auseinanderzusetzen, beispielsweise bei Überweisungen ins Ausland. Das neue Jahr hält also viele Neuerungen bereit, auf die man sich erstmal wieder einstellen muss. Alle weiteren Informationen finden Sie bei uns im Internet auf tvbayernlive.de.